Herzlich willkommen, liebste Gemeinde. Wir sind im nächsten Spiel und das ist das dritte Spiel für heute und es ist zum dritten Mal ein AI-Fan-Replay von zuerst war es ja Heisenberg und dann Iorkin Spiel 1 und jetzt gibt es Hero Cow, der Terraner hier, Goldliga TVZ auf Deadwing. Unten links, blauer Terraner in der Goldleder. Hero Cow und auf der anderen Seite oben rechts. Darkas, ein Goldliga-Zerg hier mit so einem. Ah, so. Hier, Oktopus. Quallenfratzending. Eckhaft. Ja, super Karte. Deadwing haben wir eben schon mal gesehen. Im ersten Spiel von Iorc, der ja hier 4 Geld gespielt hat gegen. Gegen wen war das denn? Iorc gegen. Ich glaube, Andy. Andy hieß er. Ja, auf jeden Fall gucken wir mal, was Darkas hier treibt. Ja, Hedge first, Pool first, Double Pool for the Hedge oder Hedge Double for Pool mit Gas oder so. Ich weiß es nicht. Double Pool for Hedge wäre gut. Ja, das habe ich mir gerade so ausgedacht. Das ist eine sehr starke Taktik für den Fall, dass der erste Pool kaputt geht. Hat man Instant-Ersatz und man kann durchgehend Linge bauen. Das ist hervorragende Idee eigentlich. Ja, Hedge First natürlich. Auf so einer Riesen-Map hier, aber ich bin müde sehr, merke ich gerade. Ein bisschen schwere Äuglein habe ich gerade. Ich könnte jetzt eigentlich ein Schläfchen machen. Schade, schade. Na gut. CC First. Jetzt kommt aber gerade ein Schlag von hinten in den Nacken, no. Von wegen, jetzt leg dich hin, no. Oh, ich weiß aber nicht, was hier los ist. No. Mann, oh Mann. Ja, aber wie ich es schon in den ersten ein, zwei Spielen angesprochen hatte, ich werde jetzt versuchen, mal einen Replay pro Tag zu machen, außer am Wochenende. Ja, außer am Samstag, Sonntag, wenn die Frau Freundin da ist. Obwohl, ich könnte das eigentlich beinahe fast schon machen. Auch am Samstag oder Sonntag, wenn die Frau Freundin hier ist, wenn die duschen geht. Beziehungsweise, wenn wir gehen ja oft zusammen in die Dusche rein, um uns dann noch gegenseitig Korpulation und so. Und ich bin ja meistens schon viel früher fertig. Also mit Duschen. Weil ich ja keine, wie sie, 2 Waschgänge macht. Sie wascht sich ja immer 2-mal. Das ist sehr toll, das habe ich vorher noch nie gesehen. Aber Frauen sind ja immer sehr, sehr komisch. Und ja, mit Haare waschen und dann muss sie sich ja nur überall einschmieren. Und ach du Scheiße, das dauert manchmal eine halbe Stunde. Oder eine Dreiviertelstunde. Da kann ich ja hier schon alles Mögliche noch machen. Also da könnte ich schon eigentlich, das würde theoretisch vielleicht gehen. So, 2. Baracke, 1 Gas, Doppelkommandbude. So. Ja, mal schauen. Also ich werde es mir überlegen hier. Es ist jetzt noch nicht sicher hier. Ja, mal gucken. SCV guckt hier. Nee, noch keine dritte Base. Was da los? Ja, aber wäre auch ein bisschen früh, glaube ich, hier. Oh, ein Paintling-Nest hier von Darkas. Darkas mit dem Doppelgas. Ach du Scheiße, aber er droht noch ein bisschen. Er hat jetzt hier, also 25 kann man da schon mal haben. So, frontal gibt es hier einen Bunker, 4 Marines. Und, sehr clever hier, die Wolves nur in der Natur gedroppt und nicht in die Main. Oh, da ist aber einer schlau, guck mal an. So, Factory, dann sollte er aber auch langsam mal hier das zweite Gas nehmen, denn dann wird er langsam feiern. So. Gönn dir Ruhe, Junge, was ist denn mit dir los? So, Bonka steht. Jetzt kommt ja auch die dritte Hedge. Zerg auch sogar mit T2. Was ist das denn? Was macht der denn hier? Also erst denke ich, okay, Two-Base Baneling All-In, also Speedling Baneling, so habe ich gedacht. Hast du erstmal die Baneling Nest gesehen? Ja, und jetzt nimmt er eine dritte Base und T2. Was ist das denn? Und vor allem auch nur ein Gas. Vor allem, das ist ein bisschen wenig, wenn man Baneling macht. Aber er macht ja auch gar keine. So,
Marines rennen rüber. Hero Cow hier komplett mit dem Angriffsquad am Losrennen. Da weißt du ganz genau, jetzt qualmt's gleich bei Zerg. Genau, ich soll einen Duschstream machen. Ja, das ist sehr gut. Ja, hier meine Seelen. Hier, was da denn los? Dark Souls. Bin schon Dark Souls geschädigt. Das ist aber auch ein geiles Spiel. Leute, kennt ihr Dark Souls? Könnt ihr mal eure Comments reinhauen in die Kommentare. Ja. Ah, die Marines hier clever, wie er sich hier in den Schlitz stellt. Oh, hier gibt's auch schon Pimmel. Ja, hat schon komplette Panikattacken hier. Das kenne ich sehr gut. Nicht schön. Ja, wann ist das denn? Warum macht er die denn nicht? Wieso hält er die denn nicht auf hier? Was ist denn? Warum machen die Queens denn auch nichts? Jetzt lässt er sich hier ernsthaft von 6 Marines die Hedge abschießen. Dass die jetzt hier drauf gehen, ja mein Gott. Das darf nie im Leben passieren, dass hier... ja, hier die Eier, die machen wir auch noch platt. Kein Problem hier mit dem Knattergewehr. Ah, er macht jetzt schlau, er kommt mit dem Bane von hinten, damit er die Marines auf jeden Fall bekommt. Aber hier ist Spreading Deluxe hier mit 4 Marines, alter Trauma. Da hat er nochmal das Maximum rausgeholt. Er musste 4 oder 5 Bane verwenden hier, um 4 Marines zu clearen. Was ist das denn für ein Quatsch? So, Zerg, was hast du jetzt hier? Immer noch nur ein Gas. So, erstmal Linge bauen. So, gut, was ist hier unten los? Ah, Baracken, wo ist der Starport, Mann? Stim, wieso so spät? Hier, Doppel-Upgrade, was ist das denn für ein Fuck? Ah, das gefällt mir aber nicht. Ah, hier Wall und so, Mine, Marauder, hier jetzt weiteres Gas, aber das gefällt mir gar nicht. Hier, warum denn so viel Reaktor, warum nicht hier nochmal ein zweites Tech-Lab, Mann? Warum hier die Upgrades und so, kein Starport, also nee, also was? Nein, ist schon okay, ist wie gesagt ja nur Goldliga hier, nicht? Das ist schon okay, wie er das macht, aber der Zerg, Alter, der darfst du doch nicht. Was ist das denn jetzt schon wieder? Achso, hier Double Evo Spire. Aha, weiteres Gas. 4 Stück, 2 saturiert. Dritte Base kommt neu. Overlord Spreading hervorragend. Creep Spread herausragend. Ja, ich könnte quasi hier auch so ein Big Brother machen. Ich habe mir überlegt, ob ich mir noch eine kleine Webcam besorge, eine weitere. Und dann im Schlafzimmer, also jetzt nicht das, was ihr denkt, aber ich habe ja jetzt... Mein HTPC im Schlafzimmer aufgepinnt. Ganz, 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 ganz minimal. Und da könnte ich vom Schlafzimmer aus streamen. Wenn ich halt da spiele. Hin und wieder mache ich da ja auch mal ein Spielchen FIFA oder jetzt hier Dark Souls abends im Bett nochmal vor eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen. So, Marines gehen wieder los mit Marine Marauder, Stim und Minen. Und hier hat er jetzt mittlerweile mal ein paar Bandinge gebaut und eine Queen hingestellt und Linge. Upgrades laufen auch, Melee natürlich. Mutas gibt es noch keine, plus 1 aber schon mal. Und das sollte doch easy clearen, ja, natürlich. Oder wo ist die Mine? Ja, er lockt ihn jetzt runter. Ja, ja, er lockt ihn runter, den alten Verrückten. Ja, immer schön. Ja, hier, komm mal her, da. Aha, aha, boom. Ja, 11 Kills. Ah, guck mal hier, wer das macht. Ja, Zerg hält, aber Hero Kao schon wieder 90.000 Supply, 100 gegen 70. Er hat hier schon wieder ordentlich nachgebaut. Drittes CC steht, also das läuft hier gut. Und auch dieser Trick hier mit der Mine hier schön runter. Und dann, warum holt er die Pimmel eigentlich nicht nach vorne? Warum injectet er eigentlich nicht? Was ist denn das für einer hier? Was macht er denn nach der Urlaub? Nochmal 9. 20 Kills, Junge. Was da denn? Ah, er sucht so. Ah, Kacke, wo ist sie denn? Ich finde sie nicht. Ah, Mist. Ich sehe nichts. Ah, Terra hier, volles Rohr. Ah, das gefällt mir auch nicht. Hier 2 Supply Drops vorne. Ah, Armory, jetzt baut er sich schon mal Turrets, weil er denkt, ah, oh, schade, hier eingebaut. Haha, hier müssten da bald mal Mutas kommen. Ah, sind da jetzt auch 6 im Bau. Ah, ach ja, das sind Baning. Ich dachte, jetzt gibt's hier einen Overseer. Ah, Worker Count auch nicht sonderlich gut. Hier nur 44 für den Zerg auf 3 Base gegen 63 von Terra. Der wahrscheinlich mal irgendwie noch keinen... Ach doch, da. Ja, jetzt hat er hier mal einen Starport gebaut. Ja, und die Hero-Mine von Hero Cow mit 20 Kills. Schön den ganzen Haufen gestimmt hier. Schade, schade. Ein bisschen Spreading. Ich bleib stehen. Was ist denn los? Ja, meine Güte.
Ich schaff's auch so. Ah, Geiler ist natürlich gefunden, die Marauder nach vorne zu sortieren und dann mit den Maraudern voran gegen die Banelinge. Ah, weiß ja egal. Ich bin Zerg, Terra, Junge, ich mach dich platt. Ja, Zerg ist komplett paralysiert. 2000 Kohle, Gazi, ich mache nichts. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, und Terra schon wieder auf 110 Supply. Hier, Marine, Marauder, Medivac, neue Torreizieher. Läuft. Upgrades 1-1, 2-2 läuft, 1-0 für Mac. Obwohl er das gar nicht spielt. Ja. Wissen einige ja nicht, die Attack-Upgrades gelten nicht für Minen. Ja. Die Armor-Upgrades schon, aber nicht die Attack-Upgrades. Ja. Also eigentlich, wenn du so ein Bio-Spieler bist gegen Zerg, macht es eigentlich mehr Sinn, hier Armor zu upzugraden, weil wir halt die Minen mehr aushalten und die Medivacs vor allem. Aber jetzt geht's erstmal los hier. Ultra-Harass mit 5 Mutas. Jetzt geht's richtig ab. Guck dir das an, wie es jetzt gleich alles explodiert bei Zerg. Kein Problem. Vierte Base. Ein bisschen Creep geht los. Also Darkas wird langsam wach. Ja, hatte auch gute 70 APM, 90 hier bei Hero Gao. Aber der hat das Spiel hier wahrscheinlich schon so gut wie gewonnen. Er gibt es jetzt hier wohl nicht mehr aus der Hand. Ja, der Hauptfehler war, wo Zerg jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr rankommen wird, ist halt der, dass ihm die 6 Marines hier vorhin im Early Game die Hedge abgerissen haben. Völlig weiß ich, fällt mir kein Wort ein. So krass war das. So, Superdrop wird wahrscheinlich gar nicht erst gesehen, weil er sich so unfassbar gut durch die präzise versteilten Overlords manövriert. Ja, Tom Paris hat hier mal einen super Kurs ermittelt, aber doch nicht. Ja? Schade eigentlich. Ja, rechtzeitig gesehen, gut aufgepasst von Darkas. Der moved hier mal seine Einheiten hier schon mal hoch. Auch ein bisschen sehr früh geboostet von der Hero Cow. Aber er könnte hier schon mal runter und dann hier schon mal die Steinchen abweisen. Und? Pause. Drilling Claws, weitere Mutas sammeln sich hier unten. Ah, jetzt. Oder auch nicht. Was macht er denn hier? Ah, die Marines sagen so, ey, bist du blöde, nimm uns mit, Mann. Ah, jetzt hat er es gecheckt. Gut, natürlich auch mit einem Siege-Stand könnte ich mir das hier vorstellen. Also zum Hoch-Engagen, weil man ja hier eventuell bei einem Protoss hier das eine oder andere Gebäude treffen kann oder auch beim Zerg, der vielleicht hier hinten so ein paar Evos hinstellt. Aber auch umgekehrt sehr gefährlich, wenn man hier runterschießt mit Kolossen, mit Storm, mit Fangel oder sowas. Ja, Frontalangriff, hier wieder das Spreading hier. Meine Güte, für einen Goldspieler macht er das schon ganz schön gut. Ja. Und die Marines hier, wir wollen auch hoch. Scheiße, die Rambo-Steine sind noch im Weg. Zerg im Supply jetzt auch wieder etwas rangekommen. Viertes CC läuft. Ja, und die Marines sind hier, wenigstens im Overlord abscheißen hier. Ja, das war nicht so gut für Terra, weil er hier irgendwie, weiß ich nicht, was er gerade gemacht hat. Der Blubsack geht um. Ja. Klarer Fall von Hero Cow lässt nach. Ja. Was macht Zerg? Drohnt endlich mal ein bisschen. Er hat jetzt auch gute 70 Drohnen, also von der nur 40 gehabt, da ist jetzt 70 schon viel besser. Ja, hier kann man auch mal drauf achten, so 15 bis 20. Minute hier als Zerg, dass man hier mal guckt. Ah, hier hast du 50 Millionen Worker für 2 Patches. Da kannst du vielleicht mal hier so ein bisschen hier die Props verteilen. Ah, nochmal Stim, komplett abgerissen hier. Ja. Nicht aufgepasst. Er wollte nochmal 2 Marine-Abholer hinschicken. Ah, und er flitzt wieder los. Mitten im Tor, im Turbo-Modus. Das ist auch scheiße hier. Warum macht er sowas? Wenn er jetzt Carrier hätte, der Gegner, ja, oder Brutlords, dann vielleicht. Aber doch nicht sonst. Hier, man, hat er doch keinen Splash mehr. So, nächstes CC. Toritz hier schon mal alles mit einem SCV. Das ist gut. So, Hero Cow steht parat. So eine Mine wäre natürlich jetzt hier nochmal wieder geil. Ne? Um hier nochmal ordentlich einen rauszusplashen. Oder Battle Hellion. Wäre natürlich auch nicht schlecht gegen die Linge. Aber nur mit Marine Marauder, ja gut, wenn der Zerg sich hier off-creep auslaufen lässt und, dann vielleicht doch.
Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, nö, eigentlich nicht. Zerg hatte auch viel zu wenig Bane-Dinge. Und der Tor hier, Peng Peng, geht natürlich down und die Naruta ist aber jetzt auch. Ja, eigentlich wollte ich gerade noch sagen, schön, schön, hier brauchst du noch mal ein paar Minen und Battle-Hellions gegen die ganzen Kram. Aber er hätte zu wenig Banelinge, der Zerg. Deswegen nur gegen die Dinge ist das natürlich ein leichtes mit 2-2 Marines, so vielen Medivacs. GG. Darkas hier geschlagen von der Hero Cow, aber auch, oh Gott, jetzt klingelt es hier am Telefon. Ah, Under Nexus bzw. Under Antje hat mir ein Replay geschickt. Er spielt Lotos in Diamond. Geil. Ja, nicht schlecht. Also, ich hau erstmal ab hier, Leute. Ja, Hero Cow natürlich hier phänomenal gespielt. Schade, ein paar kleinere Fehler von Darkas, die ihm das Spiel gekostet haben. Vor allem halt hier hauptsächlich der Hedge-Verlust im Early Game. Da ist er halt nicht mehr wieder rangekommen. Das war zu immens, dieser Verlust. Schade, schade. Aber ansonsten von beiden hier ganz ordentlich gemacht. Hier die Tore kommen natürlich nicht mehr raus, ist klar. Schön zugebaut. Ich muss abhauen. Auf Wiedersehen.